Hallo Leute und willkommen zum vierten Part Prison Architect hier auf unserem Kanal. Wir haben letztes Mal ein paar viele Gefangene bekommen, sind zu gut Geld gekommen. Inzwischen ist auch schon einer abgehauen, was nicht so toll ist, aber wir haben die Sicherheitslücke geschlossen. Allerdings beschweren sich jetzt schon ein paar Leute über Beschwerden, worauf wir natürlich eingehen müssen. Und deswegen schauen wir jetzt mal, dass wir einen Psychologen ranschaffen. Dafür brauchen wir erstmal neue Büros. So, das sollte reichen. Selbe lassen wir mal. Und doch selbe hier. Müssen wir da später nochmal eine Wand durchziehen. Oh ja, was haben wir denn noch? Personal erschöpft, ein Pausenraum, Hammer. Da können die dann hin. Du kannst auch ruhig mal, wenn du müde bist, genau. Sollten wir vielleicht auch mal gucken, dass wir noch ein paar mehr Wachen einstellen. Auf jeden Fall nochmal ein für hier drin. Nochmal so eine Wache für allgemein. Dann stationieren wir hier drin noch einen und hier drin. Und dann brauchen wir doch nochmal eine Wache, und zwar hier. Ja, das passt. Haben wir sonst noch irgendwas? Ne, bewaffnete Wache brauchen wir bis jetzt noch nicht. Mal schauen. Ah, da fehlt eine Toilette. Wir versorgen für die Toilette stand und auch nicht die, nur noch nicht die Toilette. Schlafen die Leute auch sehr schön. Können die Hausmeister auch mal sauber machen. Und der kann machen, was er will. Der kann rumlaufen, Türen aufmachen, Türen zumachen. Schlafen auch welche da drin? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, der ist stationiert, aber der sollte eher weiter da oben stehen. Okay, und ja, das passt auch. 64 Gewinn machen wir pro Stunde, ist schön. Bauen wir was aus dem Notfallbereich. Meinst du den Notfallbereich? Warum brauche ich Eingänge? Personaltür hier, Personaltür hier. Braucht einen relativ schnellen Psychologen, weil sonst ja, aber das ist ein bisschen unschön alles. Ich glaube, wir haben ja sowieso einen mehr, als wir haben müssen. Wir können vielleicht sogar die Zelle hier wegmachen und da sozusagen so einen Durchgang hoch. Ja, dann machen wir das, glaubst du sogar. So, und dann bauen wir hier nämlich so eine Krankenstation hin. Ach, da haben wir was gefunden, oder was? Oh, oh, ouch, ouch. Ja, jetzt machen wir hier Bestrafung, abregeln für 6 Stunden, so. Autsch. Aber es wird langsam sicher echt wichtig, dass wir, dann die Krankenstation bauen. So, abreißen auf jeden Fall das hier und der Raum hier. Boah, was ist denn da jetzt? Demontieren, demontieren, demontieren. Ich könnte jetzt natürlich Notfall die Riot Police holen. Machen wir das mal. Kriegen ja irgendwie ziemlich aufs Maul, das wollen wir ja nicht. Das mal der eine die Leute befreit. Gut, haben die Riot Police gerade noch rechtzeitig geholt. So, Riot Police, bitte, danke. Okay.
Ja, da sind jetzt ein paar bewusstlos, aber ich meine, da sind sie irgendwie selber schuld. So ein Riot hier anfangen. Okay. Oh, hier dann so eine Krankenstation. Hm. Krankenstation, gegebenenfalls Leichenhalle, je nachdem, was noch so alles auf uns zukommt. Okay, jetzt haben wir da oben auch tatsächlich demnächst mal zwei Büros. Räume, Büro. So. Einrichtung. Packen. Das bauen wir hier hin, das bauen wir hier hin. Schreibtisch bauen wir hier hin und hier hin. Und den Stuhl. Wo ist der Stuhl? Bauen wir auf Höhe der Tür. So. Gut, die Riot Police Camp ist auch hier. Kostet nur 100, das ist ganz nett. Okay. Einrichtung bzw. Raum. Was machen wir denn? Hinrichtung? Nein, nein, nein. Ich brauche eine Krankenstation. Also erstmal brauche ich auf jeden Fall einen Psychologen. Ich glaube, das muss ich auch forschen. Ah, genau. Machen wir erstmal die hier. Das könnte mich jetzt noch 6 Stunden dauern. So, und die Riot Police, die macht ihren Job. Da hatte mich jetzt einer meinen Gefängnistypi ziemlich kaputt geschlagen. Und das ist natürlich unschön. Stark verletzt. Dann müssen wir jetzt halt noch 6 Stunden warten, bis die Gesundheit hier fertig ist, weil sonst können wir gar keinen Raum dafür bauen. Wir können hier schon mal ein paar weitere Räume bauen, die wir so brauchen. Beide können wir ja so aneinander bauen. Da brauchen wir schon Platz. Nicht der einzige steht, den wir brauchen. So, jetzt Tür, Tür und Strom brauchen wir natürlich hier rüber. Jetzt hier einmal so durch, dann bauen wir hier noch mal einen so hin, weil ich weiß nicht, wie lange der Strom noch hält. Sollte das schon mal ein guter Anfang sein. Okay, die Riot Police kann man in dem Fall wieder gehen lassen. Haben wir ihren Job getan. So. Okay. Der ist bewusstlos. Wie lange denn noch? Hoffentlich hat er noch 2 Stunden durch. Ja, der hat nicht lange abgesetzt. Achso, der ist schon wieder wach. Okay, gut. So, dann ihr Hausmeister könnt bitte mal das Blut wegwischen. Das wäre echt nett, weil das ist da ein bisschen problematisch, da wo es überall liegt. Ja. Dann brauchen die Forschung auch noch 2 Stunden. Auch eben durch den verletzten Sicherheitsmann, das wollen wir auch nicht. So. Ich meine, sie dürfen ja auch nicht komplett glücklich sein, weil sonst werden sie relativ schnell rückfällig, weil das Gefängnis ja nicht so schlimm für sie war. Das muss schon eine Herausforderung sein, aber ich weiß gar nicht, warum der Typ jetzt so ausgetickt ist. Hallo? Ich fand die doch voll nett dort. Warum die um 3 aufstehen? Ich habe gesagt, 5 Stunden Schlaf reicht. Ja, ich ändere es ja schon. Ich ändere es schon. Dürft ihr ihm nochmal 2 Stunden länger schlafen? Hofgang und duschen. Dann müssen wir noch 2 Stunden essen. So. Jetzt ist das auch ein bisschen besser in meinen Augen, sondern verschieben wir das Essen noch dahin, die Dusche dahin. Passt es. Eine Stunde reicht auch, ne? Ich meine, so ein YouTuber hat auch nicht mehr Schlaf wie 3 Stunden am Tag. Manchmal, ich weiß gar nicht, warum die sich beschweren. So, jetzt will ich noch einen Psychologe, danke. Krankenstation.
Bett. So, Personal, noch zwei Ärzte. Sehr schön, die verarzten erstmal meine verletzte Wache. Ist das wieder geregelt, sehr schön. So, 8 Familien warten auf Besuch. Könnten jetzt hier unten so einen Besuchsraum hinmachen. So, der wäre halt voll klein, das wäre irgendwie ein bisschen schlecht. Wir bauen da unten so ein, so einen Besuchraum. Ah, verdammt, die passen jetzt nirgendwo hin. Sollen wir den hinbauen? Nicht da oben. Da oben haben wir ja noch Platz. Ja, komm. Kommen die Leute halt hier hoch. Das ist ein bisschen unschön. Ach, egal. Wir kommen ja nicht so oft Besuch. Warte, da gibt es doch auch so eine Subvention. Mit Besucherrecht, genau. Oh, ein Besuchzimmer. So, dann machen wir es einfach. Ja, es ist halt schon ein bisschen größer sein. Nee, machen wir das so, weil sonst ist das halt so an dem Zaun dran. Und die Familien können ja auch nichts dafür. Oh, wir kriegen gleich neue Insassen. Das wollen wir natürlich nicht. Das wollen wir abbrechen. Dann brauchen wir auf jeden Fall neue Polizisten. Wache. Muss da oben nämlich noch eine hin. Weil bei den Besuchern muss man immer aufpassen, was sie da machen. Oh je. Geht es auch viel schneller beim Essen. Ich glaube, wir können dann jetzt langsam sicher auch mal anfangen. Hier Metalldetektoren hinzubauen. Nicht, dass die da Dinge mit rein oder rausschmuggeln, die wir nicht haben wollen. Mir aufgefallen, ich wollte hier noch die Betonmauern so bauen. Wir brauchen die leider direkt Strom, das bedeutet, dann machen wir den hier. Beziehungsweise, nee, das müssen wir gar nicht. Es reicht, wenn die Metalldetektoren indirekt Strom kriegen, dann müssen wir jetzt auch noch Strom runterziehen, weil. Egal. Habe ich jetzt einen hingebaut hier? In Richtung. Ja, beziehungsweise Räume, Besucherzimmer. Ah, das habe ich jetzt voll in mein Lager reingebaut, oder? Ach verdammt. Dann lagern wir das Lager eben ein bisschen um. Lager. Das Lager kommt dann hier hin. Das Besuchszimmer muss mal wieder. So. Ja, ich weiß, dass die Gefangenen belohnen, aber ich kann sie halt nur nicht arbeiten lassen. Das soll ich auch machen. Fällt mir ein, da oben sind Büros fertig. Das bedeutet, ich könnte da schon mal einen Psychologen einstellen. Und, ja, Ausbildung könnte man dann relativ demnächst auch machen, dass wir eben wieder Geld kriegen. Aber Überwachung, na, das brauchen wir noch nicht. Micromanagement, da kann man Leute. Ja, das ist, was können wir denn noch machen? Richtlinien. Da hatte ich mich mal einen Bug, weil ich die nicht erforscht hatte. Deswegen hauen wir die jetzt mal rein. Zu essen. Genug Essen für alle. Boah, ein Gemeinschaftsraum, das muss ich auch noch machen. Das braucht ein Besuchzimmer, Besuchertisch. So, 1, 2.
2, 3, 4. So. Hier kommen wir mal so. So. Sollte jetzt aber definitiv ausreichen. Strom reicht auch aus. Okay, Ah, wenn die müde sind, brechen die ja nicht aus. So meinst du das, okay. Jetzt können wir gleich mal schauen, warum denn die Leute so traurig sind. So aggressiv. Ich mache einen Umsatz von 1000 am Tag. Ich kann das Gefängnis jetzt schon für 120.000 verkaufen. Tagesplan, Bedürfnisse, Erholung. Okay. Anscheinend ist das ziemlich kritisch. Komfort bedeutet, wir werden auch mal nochmal ein paar Bänke hier reinbauen. So. Können die sich auf jeden Fall mal hinsetzen und einen Gemeinschaftsraum. Gemeinschaftsraum wollen die auch noch. Das sagen sie mal aber sicher echt viel. Können wir natürlich den Zaun hier mal abreißen, dann haben wir noch nach links ein bisschen Platz. Reicht das hier nicht? Doch. Machen wir mal den Zaun, den können wir ja auch hier noch machen. Können wir hier so einen kleinen Gemeinschaftsraum hinbauen. Der auf jeden Fall irgendwie ausreicht. So, die Metalldetektoren funktionieren also auch. Ja, was heißt Erholung? Komfort haben wir ja jetzt, aber was heißt Erholung? Was meinen die damit? Erholung von was? Meinen die mit Schlaf oder nee, schlafen haben sie auch. Essen, Hygiene. Erholung. Vielleicht meinen sie damit echten Gemeinschaftsraum oder so. Boah, schon wieder so eine Schlägerei. Autsch. Mann, jetzt sind die da und jetzt ist schon wieder rum, oder was? Ach komm, jetzt habe ich die umsonst gerufen, oder was? Ah, Gewichte oder Fernseher, okay. Dann Einrichtung bauen wir auf jeden Fall noch. Ja, dann ist eben der Raum. Und dann kann man vielleicht auch noch tatsächlich Fernseher hier draußen bauen. Warum denn auch nicht? So. Also, Fernseher ist bekanntlich ja die beste Erholung. Die Ärzte müssen jetzt ein paar Leute versorgen. Metalldetektor da oben hat noch keinen Strom. So, Small. Zum Glück ist die Riot Police noch nicht weg. Kann man da hochschicken und welche da rein. Die Riot Police regelt. Einrichtung. Können wir eine normale Tür reinmachen, weil da sollen ja die Gefangenen rein und rausgehen können, wie sie wollen. So, Arbeiter bitte ganz schnell. Ein Toter heute schon. Naja, ich meine, da sind sie aber auch echt selber schuld. So, den richten wir jetzt aber ganz hübsch ein, auch wenn die gerade eben meine Leute niederschlagen. Und dann kriegen sie mal einen Billardtisch. Breites Sofa. Und, was könnten sie denn noch bekommen? Wo ist schon der Fernseher und. Ah ja, hier Bank. Hier eine Bank. Dann ein Fernseher.
brauchst du denn noch? Wollen die da drin wirklich trainieren? Ich weiß es nicht. Ja, ich meine, es gibt ja auch Leute, die gucken anderen Leuten gern beim Trainieren zu. Deswegen, ja, machen wir das einfach mal so. Oh, einer meiner Wachen ist tot. Ja, das ist schlecht. Jetzt brauchen wir auch noch einen Leichenhall oder wie? So, Leichenhalle. Wird hoffentlich nicht allzu groß sein müssen. Liegend und Einrichtung. Okay. So. Ja, die prügeln sich da gerade echt ordentlich. Raschen die echt wegen der Erholung so brutal aus? Also ich meine, es ist eigentlich nichts, weswegen ich einen Aufstand anzetteln würde, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, wir machen mal auch eine Razzia. Ich meine, es ist sowieso schon... Oh! Zwei Gefängnisschlüssel. Ja, wir müssen nämlich jetzt eine Razzia machen, weil es kamen inzwischen so viele Wachen ums Leben, dass sie vermutlich alle Schlüssel haben, die sie nicht haben sollen. Plan der Revolte. Ja, ich glaube auch, dass sie das planen. Deswegen war auch gerade die Riot Police da und wir suchen die mal. Ja, ja. Ich sammle Freizeit. Ihr habt jetzt Pech. Weil ich glaube, mehr Personal braucht viel mehr Wachen. So. Wie es fällt. Bei einer Razzia fällt dieses Risiko. Soll die bewaffneten Truppen erforschen, meinst du? Rüstungskammer. Soll mal. Ja, okay. Sieht's mit meinen Ärzten aus. Könnten auch mal ein paar Leute versorgen. Boah, vor allem. Okay, die Ratze hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir haben echt gut was gefunden. Dann brauchen wir jetzt noch Strom. Kommen wieder zu den alltäglichen Problemen. Stromversorgung. So. Es wurde dann langsam, haben sich ja echt alles gefunden. Vor allem die Gefängnisschlüsse, die sind nicht gut. Die jemand hat. Okay. Die können jetzt in Ruhe essen. Da haben wir schon wieder einen gefunden. Dann bräuchte man meine Ärztin, die den armen Mann da unten versorgt. Beziehungsweise einen Arzt tut es auch. War doch nochmal irgendjemand verletzt, oder? Naja. Und die Anwesenheit von bewaffneten Truppen macht es halt auch nicht besser. Ernsthafte Beschwerden. Den gebe ich gleich ernsthafte Beschwerden. Ach, die Fernseher haben keinen Strom. Okay. Das ist natürlich eine ernsthafte Beschwerde. Das nehme ich auch wahr. Holung, Familie, schlafen. Ja, wenn ihr in der Nacht einen Aufstand macht, okay, dann ist mir das scheißegal, wenn ihr müde seid. Tisch beschädigt. Die sich gerade eben schon wieder geprügelt irgendwo. Naja. Aber ein Einzelner 15. Eingesperrt 2, benötigen Arzt 3.
Also dem sollte auch mal einer rein. Schreien die da rum. Es geht bitte ins Bett, danke. Okay. Stationieren, ja, dann machen wir hier zwei jeweils. Und noch drei Wachen frei. Und zwei machen wir auf jeden Fall in den Hof. Also wie die Riot Police. Auf jeden Fall drei da, der eine ruht aus, den lassen wir also mal und noch einen da und einen hier. So, und den noch hier. Okay. So, niemand erwartet den Arzt. Einer eingesperrt, 15 erwarten Einzelhaft. Einzelhaft haben wir ja so oder so. Und ja, dann haben wir das Ganze, glaube ich, auch wieder unter Kontrolle. Gruppenraum da unten passt. Stationierung ist das hier immer noch. Genau, nur für Personal. Und wir haben die Rüstungskammer auf jeden Fall schon. Elektroschocker ist, glaube ich, ein guter Anfang. Jetzt natürlich die Frage, wo wir das hinbauen wollen. Die müssen ja schnell zu den Waffen kommen. Können wir eigentlich auch Sachen hier irgendwo... Nee, das ist auch schlecht. Problem ist schon, die halt an Waffen kommen, habe ich halt ein Problem. Aber, ja komm, das bauen wir einfach mal hier an. Mal schauen, ob es wirklich so katastrophal ist. Aber sie müssen halt echt schnell rankommen, deswegen. Ja. Aber jetzt schlafen sie. Jetzt sind sie alle friedlich. Okay. Eingang. Definitiv schwere Gefängnistür. So, 14 Familien warten auf Besuch. Ah, da fällt mir, wir bräuchten nochmal einen. Weil eine Wache muss auf jeden Fall hier rein. Was wir auch ganz dringend brauchen, ist ein. Ist schon Metalldetektor. Hier. Die Leute kriegen ja auch Zeug von ihren ja, Familien und so weiter und deswegen. Ich glaube besser, wenn wir das ein bisschen überprüfen. Hier meine Waffenkammer draus, Rüstungskammer, sehr schön. Einrichtung, Tisch brauchen wir. So, Waffenständer. So, und Spind. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich hoffe, das war so ein Riot Police, der geschrien hat und nicht irgendwie anders. Okay, sehr schön. Elektroschock haben wir auch. Und die Panzerung ganz nett. Wir bräuchten mal wieder ein bisschen mehr Strom, bevor wir wieder einen Stromausfall kriegen. Das wäre nämlich ganz unschön. So. Und die Fernseher eigentlich inzwischen Strom? Ja, haben sie, oder? Ja. Jetzt können wir vielleicht nochmal die Riot Police wegmachen, dass die Leute wieder ein bisschen ruhiger werden. Finden die nämlich nicht so toll, wenn da eine Riot Police rumrennt. Gibt's noch für Räume? Eine Putzkammer wäre auf jeden Fall mal nicht schlecht. Hinrichtungsraum brauchen wir nicht. Okay, was wollen wir denn machen? Duschraumhof. Ja, komm, dann machen wir hier noch eine Putzkammer draus. Ja,
Das ist jetzt nicht so groß, aber egal. Ich brauche eine Putzkammer. Keine Ahnung, aber die Leute, die ernsthafte Beschwerden, was denn? Okay, Gefangene, Tagesplanung, normale Gefahrenstufe. Hohe, wir haben sowieso nur normale. So, das Essen. Das können wir vielleicht noch machen. Und das können wir vielleicht noch machen. Oh, vielleicht aus der Putzkammer auch noch eine Wäscherei machen. Eine Wäscherei. Jetzt brauche ich noch. Ja, wie heißt es? Zwangsarbeit. Okay, sehr schön. Ja, Zwangsarbeit ist auch ein schönes Wort. Kantine fehlt eine Wache. Da ist doch eine, oder? Mein Stopp, sollten zwei hin. Mal gespannt, wann der erste entlassen wird. Okay, nach 7 Tagen dann nicht, aber. Nein, einer steht ja dort. Wir brauchen aber vielleicht, glaube ich, meinen dritten Koch. Koch, 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 Koch. So. Ich glaube, ich denke, momentan ist alles weitestgehend unter Kontrolle. Brüchten vielleicht auch mal, da gibt es noch diese Programme für Drogenabhängige und so. Können die das machen? Dafür brauchen wir halt mehr Krankenbetten, fällt mir gerade auf. Dann bestellen die jetzt da voll zu. So. Dann können die da so ein bisschen behandelt werden. Zumindest stelle ich mir das so vor. Das ist keine positioniert. Achso, so meinst du das. Okay. Stationieren. So meinst du das. Okay. So, die armen Leute. Die Drogenabhängigen und so. Dass die auch, ja, mal. Wie muss man das zuteilen? Wie teilt man das denn jetzt zu? Diese pharmakologische Behandlung. Was geht ab, geiles Gürteltier? Du bist ja auch noch da. Bist auch schon relativ lang dabei. Wir werden den Livestream. Ja, also ich werde jetzt wahrscheinlich einen Cut machen. Wir haben noch 15 Zuschauer, also würde ich sagen, mache ich nochmal einen Part. Warum denn nicht? Dann würde ich sagen, mache ich jetzt einen kleinen Cut. Wir haben jetzt schon wieder einen halbstündigen Part. Und ja, für die Leute auf YouTube dann. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.